Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Wir haben in der letzten Folge schon wieder ein neues Leuchtfeuer aufgetan, was cool ist. Und haben allerdings jetzt mal nicht gekämpft gegen, ja, war ja klar, nicht gekämpft gegen das ganze Gesocks, was da außen rumhängt. Das lässt sich bestimmt auch nicht öffnen. Das heißt, der Weg zumindest ist mal klar. Ich muss hier einfach wieder raus. Ich muss hier raus! Und dann mal gucken, wie sich das hier alles so anlässt. Leuchtfeuer voraus. Das war übrigens eine gute Nachricht. Jawohl. Ja. So. Was ist das? Hätte ich nur Freund. Okay. Ich kann mal versuchen, ob ich zwei von euch auf einmal schaffe. Ja. Schaffe ich. Oh, eine Estus-Scherbe. Das ist gut. Mensch, davon habe ich ja wirklich jetzt schon eine ganze Menge. Da werde ich durchaus runterdroppen können, würde ich sagen. Aber ich werde es einfach mal nicht tun. Irgendwo habe ich eine Seele hergekriegt, wie es aussieht. Ach du Scheiße! Was seid ihr denn für welche? Ah, super. Was kotzen die denn da aus? Im Übrigen, das, was ich da für Schaden kriege, das ist, glaube ich, so ein Gewürmschaden oder sowas. Shit. Und ich muss, um das zu vermeiden, glaube ich, das ist diese Entwurmungskur, die kann ich bekommen, wenn ich meine Fackel einschalte. Das ist ja krank, wie viele Gegner da sind. Na, zumindest sind sie nicht besonders gefährlich. Oh, Mann. Aber ein bisschen blöd finde ich es trotzdem. Es hört einfach nicht auf. Da kann ich auf jeden Fall wunderbar mein Schwert kaputt machen an diesen ganzen Gegnern. Ein Astora-Großschwert, ist ja fein. Also da geht es jedenfalls mal nicht hoch. Da bin ich wieder am Eingang. Boah. Ah, das ist ja ätzend. Das ist ja wie. Das ist ja so ätzend wie Giftschaden hier.
Oh Gott, sind das viele. Oha. Was bist jetzt du? Okay. Fantastisch. Ich kann mich ja überhaupt nicht darauf konzentrieren, wo ich eigentlich hinlaufe. Wow. Scheiße. Also ob ich da wohl wirklich alles mitkriege, was es einzusammeln gibt, schwer zu sagen. Ja, und was bist du für einer? Bist auf jeden Fall keiner, der... Ja. Ich würde sagen, du warst jetzt eher ein Nicht-Standard-Gegner. Was schießt denn da? Untotenknochensplitter. Ist ja ganz nett. Ah! Ah, scheiße. Gut. Also die Fackel, die bringt's. Das ist wieder eine Birke. Das heißt, da scheint mein... Reparaturpulver. Da scheint mein Kumpel, der Riese, irgendwo in der Nähe zu sein. Irgendwo. Und scheint mir ein bisschen zu helfen. Ein junger weißer Zweig. Genau, das deutet auch drauf hin. Große Seele. Ja, ist alles gut. Noch ein junger weißer Zweig. Cool. Aber das ist schön, dass der da ist, der Riese. Ich könnte mich mal heilen zur Abwechslung. Macht auch Sinn. Wo muss ich denn noch hin? Muss ich darüber noch? Nicht unbedingt, oder? Bin schon ein bisschen unsicher. Unübersichtliche Gegend hier. Oh.
Ich würde hier irgendwie echt gern weg. Das ist ja richtig nervtötend. Das ist richtig nervtötend. Was gibt's denn hier Feines? Vorsicht vor Nachricht, Zwickmühle voraus, was? Hurra für Springen, Arschloch wahrscheinlich, oder? Ein Anti-Fluch-Großschild. Das ist ein komischer Name. Überhaupt nicht besonders episch. Wo geht's hier hin? Versucht rollen. Nein. Ich glaube, dass du ein Saftsack bist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das scheint ein Shortcut zu sein. Wo führt denn der hin? Also es ist ein Shortcut, aber... Uah! Toll. Wunderbar. Wunderbar. Schön, schön. Also ich habe einen Shortcut gefunden, aber ich weiß nicht wohin. Auch nicht schlecht. Ist da hinten noch was? Ja. Freilich eine kleine Titanitscherbe. Also ich glaube, ja, okay. Das scheint der Graben da unten zu sein. Aber ich... Da hinten ist ein... Oh. Das scheint eine Eidechse zu sein da hinten. Boah. Riesengebiet und ich habe mich wieder komplett verlaufen praktisch. Was ist das denn eigentlich? Komisch. Also wenn ich hier nicht irgendwas übersehen habe, dann weiß ich auch nicht. Wobei es ist eigentlich auch vollkommen... Vorsicht vor Scharfschütze. Trio voraus, okay. Rotes Käkü. Na gut. Upsa. Boah, da hat man gesehen, dass der Pfeil, dass der tatsächlich um die Ecke fliegt. Okay. Mist. Aber bevor ich jetzt da weitergehe, wäre es doch schon fast sinnvoll, wenn ich... Also da unten gab es auf jeden Fall noch eine ganze Menge Zeug zu entdecken, würde ich sagen.
In diesem Friedhofsding, ich meine, da gab es ja mindestens zwei Wege, die runtergegangen sind einfach. Die müsste ich ja schon mal erkunden. Ja, das hast du richtig gut gemacht. Knallkopf. Sackgasse. Wie es aussieht schon. Ah, komm. Naja, viel Schaden machen sie nicht, aber. Na, jetzt bin ich wieder ziemlich am Anfang, aber hier unten war ich, denke ich, einfach noch nicht, oder? Doch, da war ich schon, oder? Ich meine. Das sieht, oder? Ich dachte jetzt, das sieht nicht so viel anders aus. Ich gehe mal da runter und hol mal, was es zu holen gibt. So. Uff. Geht's da noch irgendwo längs? Nicht so richtig, ja. Da auch nicht. Kann ich mich da drüben runterfallen lassen? Oh, das ist ja nervig. Ich gehe mal hier rüber. Ah! Oh, das sind die Geräusche, du, das ist nicht zu fassen. Ah, genau, das war hier der Anfang. Also hier runter. Bevor ich aber da runter gehe, sage ich an der Stelle einmal wieder mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.